Herr Präsident, werte Abgeordnete, der verfassungsrechtliche Gleichberechtigungsauftrag bindet alle staatliche Gewalt, auch uns als Bürgerschaft, übrigens alle Fraktionen. Weder Parlament noch Regierung können also vor den geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Pandemie für Frauen die Augen verschließen. So Dana Valentina, eine der Expertinnen der Anhörung zur Situation der Frauen in der Pandemie. Wir sind vielmehr aufgerufen, den in der Pandemie erfolgten oder drohenden Rückschritt aktiv aufzuhalten. Und dem stellen wir uns auch. Stichwort Retraditionalisierung. Es gibt wieder verstärkt Zuweisungen von bestimmten Tätigkeiten für Männer und für Frauen. Wer leistet die oft unbezahlte oder schlecht entlohnte Care-Arbeit? Wer dagegen profitiert zumeist vom Kurzarbeitergeld? Wer stockt schneller wieder auf? Wer kommt schneller aus der Arbeitslosigkeit? Die Antworten dazu kennt eigentlich jedes Kind. Wenn wir dann noch das Lebenseinkommen von Männern und von Frauen vergleichen, so Jutta Almendinger in der Anhörung, sehen wir deutlicher als beim Gender Pay Gap, welche dramatischen Ungleichheiten das hierzulande beliebte, bisher staatlich geförderte 1,5-Ernährermodell in der Familie, so nannte sie das, produziert. Das müssen wir angehen. Stichwort Minijobs. Deren Zahl ist in der Pandemie dramatisch geschrumpft, so Michaela Freudenfeld, DGB Hamburg. Und gerade für Frauen erwiesen sich diese Jobs mal wieder als Falle. Stichwort Alleinerziehende. Wenn es eine Gruppe gab, die besonders gekniffen war in diesen Zeiten, dann waren es diese, zumeist Frauen. Das unterstreicht ein Blick in die Arbeitslosenstatistik der letzten 2 Jahre. Und nun, wie sieht es aus? Sind wir in Hamburg, sind wir in diesen schwierigen Zeiten dem Gleichberechtigungsgebot gerecht geworden? Die Antwort lautet ja und nein. Heute können wir dazu nur eine Zwischenantwort geben. Die Senatsanhörung steht ja noch aus. Vieles aber haben wir richtig gemacht. Die Kindernotbetreuung in Hamburg war vorbildlich. Wir hatten als Bürgerschaft früh einen Beschluss gefasst, nachdem die Gleichberechtigung der Geschlechter bei Antragsverfahren für Hilfefonds zum Tragen kommen sollte. Das Corona-Arbeitsmarktprogramm enthielt zum Beispiel Maßnahmen für Alleinerziehende wie Weiterbildungsgutscheine oder Coachings. Wie erfolgreich dieses alles im Einzelnen war, müssen wir sehen. Einige Fragen aber sind noch offen, denn derzeit sieht es so aus, als ob uns jede Menge Daten fehlten. Zum Thema Gründung von Frauen während der Pandemie zum Beispiel, zu einzelnen Branchen. Hier Edgar Rühl von der Kreativgesellschaft in der Anhörung. Es gibt allerdings keine belastbaren Aussagen zur Auswirkung der Pandemie auf die Lage der Frauen in der Kreativwirtschaft. Das ist etwas, wo wir einfach eine Lücke haben. Und generell bleibt die Frage, welche Geschlechter in welchem Maße von Corona-Soforthilfen des Hamburger Schutzschirms profitiert haben, offen, siehe die SKA meiner Kollegin Engels. All das bietet einen guten Anlass, unsere Hamburger Instrumente zur Gleichstellung zu überprüfen. Da trifft es sich gut, dass die 2. Fortschreibung des gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms GPR ansteht. Unsere große Anfrage dazu zeigt, ja, auch in der letzten Legislaturperiode gab es wieder viele Fortschritte bei der Gleichstellung, aber einige entscheidende Durchbrüche stehen noch aus. Beispiel Gender Budgeting, eine Verankerung der gleichstellungswirksamen Haushaltssteuerung, Senatssprech für Gender Budgeting, ist im Haushaltsrecht durch die Aktualisierung der Landeshaushaltsordnung erfolgt. Aber es ist noch ein langer Weg, bis wir verzahnte Systeme zwischen GPR, Genderkennzahlen, Indikatoren und Berichtswesen haben werden und tatsächlich steuern könnten. Bis jede Behörde analysiert bzw. überhaupt analysieren kann, wie ihre Budgetentscheidungen sich auf das jeweilige Geschlecht auswirken, wird es dauern. Wir sollten uns vornehmen, das vor der nächsten Krise hinzubekommen. Eines ist deutlich. Wir sind in Hamburg auf gutem Weg mit einem Rahmenprogramm, einem Monitoring und mittlerweile auch mit vielen guten Initiativen aus einzelnen Fachbereichen. Aber, das haben unsere Expertinnen auch betont, die großen, entscheidenden Weichen, die sollte der Bund jetzt stellen. Beim Ehegattensplitting, beim Entgelttransparenzgesetz, bei der Reform der Paragraphen 218, 219a. Zu beiden Themen haben wir ja hier auch Bundesratsinitiativen auf den Weg gebracht, im Care-Sektor und bei vielen mehr.
Ich erlaube mir jetzt einfach zum Schluss den Blick nach Berlin. Mit etwas Glück, Sisterhood und Verhandlungsgeschick könnten wir uns tatsächlich auf ein gutes Jahrzehnt für die Gleichstellung freuen. Ich bin gespannt, ob das gelingt. Vielen Dank.